Dann haben wir hier, glaube ich, erstmal alles und können hier einmal raus. Und teilweise kriegen wir sogar wirklich Sachen hier für den Stone Tower hier drin. Die Fee, den Kompass. So. Einmal die Kronmaske und Drachenkord. Danke, dass du 5 Subs rausgehauen hast. Super geil von dir. Und euch 5 viel Spaß mit eurem Sub. So. Erstmal von den Gegnern ignoriert werden. So. Hier kann ich eigentlich auch Lichtpfeile sparen. Oder auch nicht. Richtig? Ich sehe schon, das Richtige mache ich erst ganz zum Schluss natürlich. Ja, Svenja protzt erstmal mit ihrem Tier 3 Sub. Ne? Snowhead. Ihr wisst nämlich, also ihr, oder ihr wisst es übrigens nicht, das ist nämlich jetzt erst rausgekommen, dass der Tier 3 Sub eine der Bedingungen für die Hochzeit war. Sie meinte, so eine von den ganzen Sachen, weswegen sie mich heiratet, ist, damit sie diesen Tier 3 Sub bekommt. Einfach weil Jan Rosa so geil ist. Noch mehr Geld. Geld. Dann können wir weitergehen. Wobei, machen wir erstmal das mit dem Goron unten. Das klang schmerzhaft. So, let's try the perfect run. Das hat ja schon super funktioniert. Nein, das hat so gar nicht funktioniert, würde ich sagen. Also wisst ihr, wenn gar nichts mal funktioniert, dann hat das selbst immer noch im Vergleich zu dem, was ich gerade gemacht habe, funktioniert. Jeder Tier 3 Subber ist mit Jan verheiratet. Also habe ich gerade hier die... die Vierer-Ehe mit Svenja, Kuro und Sushi. I see. No! Ich war wieder zu lahm. Ja, Alex war nur ganz kurz mal drin. Der hat mal so für einen Monat mal reingeguckt und dachte sich danach wieder so, nope. Scheidung. Meine Güte. So, dann haben wir das auf. Zack. Ist eigentlich Lava hier unten, in dem ich da rumlaufe? Schon irgendwie, ne? Und wieder zurück zum Deku. Ich darf nicht vergessen, dass ich irgendwann hier zwischendurch wieder raus muss, um Anju noch rechtzeitig zu finden. Scheiße, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich muss ja den Brief holen. Aber wobei, ich sehe gerade, der Brief ist leicht zu holen. Weil der Brief, den kriegen wir ja nicht von Anju, sondern anderweitig. Und den muss ich dann eben halt auch anderweitig dann natürlich holen. Aber ich habe gerade gesehen, dass der ziemlich leicht zu bekommen ist. Von daher alles cool. Nein, ist gut, oder? Na gut.
Don't burn me. No more. Okay. Das war auch nicht so der schwerste Kampf. Ruf weg. Hallo Truhe. Schön, wo du gespawnt bist. Yay! Yeah. Das ist auch was Goldenes. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Ich glaube, ich habe noch keine neuen... Habe ich noch welche neuen Truhen? Ich weiß nicht, ob ich die schon geöffnet habe oder nicht. So, da komme ich her. Muss hier nicht irgendwie was... Nee, also hier muss ich noch nicht abschießen. Aber hier konnte ich doch noch was machen, oder? Schade, keine Magie. Ich muss sogar sagen, es ist ziemlich cool, dass wir Milch bekommen haben. Weil Milch genau das ist, was wir nachher brauchen, um den... um das Teil für Anju zu bekommen, den Brief. Hey. Wieder nach oben. Ah, doch, von hier. Nicht runterfallen. So. Das hier unter mir müsste ich eigentlich mit der Bombe hier springen können. Oder? Ja. Perfekt. Wieder was gespart an Zeit. Wofür man hätte erst den Tempel drehen müssen und wieder zurück. Noch eine Skulptula. Also im Idealfall... Nee. Sind wir aktuell so, dass wir den Dungeon, glaube ich, nicht... zurückdrehen müssen, wenn wir den quasi einmal gemacht haben von der einen Seite. Als ob das nicht reicht. So. So. Auch jedes Mal wieder nachdenken, wie genau der nochmal funktionierte. So. Ja, genau so. Easy. Oder so. So. Und eine weitere Skulptula. Okay. Ich glaube, damit haben wir Felsenturm soweit fertig von dieser Seite aus. Da geht's nämlich wieder raus. Und dann muss ich ihn eh von der anderen Seite machen. Das heißt, ich kann jetzt einmal rauslaufen. Das wollte ich nicht aktivieren. Einmal raus. Und weg hier. Den Teil mit Anju machen, mir eine Bohne holen und wieder zurückkommen. Perfekt. Ja. Kann ich jetzt Bohnen eigentlich bei dem Deko-Händler kaufen? Wahrscheinlich nicht. Der hat jetzt wahrscheinlich was anderes stattdessen, ne? Oder? Doch, der hat was anderes. Schade. So. Gehen wir einmal zu Anju. Das heißt, wir müssen wieder zu den Piraten. Hätte ich auch vorher machen können. Aber gut.
Aber hey, Zeit eigentlich sehr effizient genutzt, dass wir einfach mal die eine Hälfte vom Stone Tower gemacht haben und jetzt gleich die andere einfach mal nebenbei noch machen können. Ich muss nur noch einen Schlüssel bekommen. Guck mal, bin ich sogar genau pünktlich. Punkt 12. Das ist zwar nicht dein Brief, aber danke fürs Geld. Eigentlich hat sie mich einfach nur dafür bezahlt, irgendwas für sie zu machen. Das war das Porto. So, Moment. So, was war das jetzt? Ah ja. Ich muss nämlich einmal die Milch austrinken zur Hälfte. Und diese halbe Milch gebe ich dem Kuriositätenhändler. Und dafür kriege ich dann Anjus Brief. Fragt mich nicht, warum das so funktioniert. Aber der Kuriositätenhändler hat Anjus Brief geklaut und tauscht ihn gegen eine halb ausgetrunkene Milch. Die halbe Milch ist echt ein eigenes Item, ja. Hier, bitteschön. So. Mit Amadama Roma müsste ich schon gesprochen haben, ja. Ich kann eigentlich keine Rubine mehr lagern, ne? Aber ich guck trotzdem mal. Nee. Na gut. Dann halt nicht. Einen Briefkasten brauche ich. Briefkasten, Briefkasten, Briefkasten. Da ist mein Briefkasten. Bitteschön. Dann holen wir uns jetzt erstmal eine Bohne. Und dann weiter den Stone Tower. So viel hin und her. Einfach mal so zur Hälfte Kaffeis Quest machen. Ich habe sogar Kaffeis Anhänger. Wir könnten Kaffas Quest sogar wirklich ziemlich gut machen. Kaffas Anhänger ist nämlich hier im Ocean Spider House. Das ist ziemlich cool. Ich will mir Kaffas Quest mal eben machen können. Vielleicht hole ich mir gleich doch mal eben noch das Chateau Romani von Skalkita. Sicher nicht schaden. Wenn ich schon sehe, wie viel Magie ich hier die ganze Zeit verbrauche. Don't see me, don't see me. Ah! Sind doch voll schon an mir vorbei gewesen. Die konnten mich doch sicher nicht mehr sehen. So. Was, wenn ich hier ganz am Rand runterlaufe? Sehen die mich dann immer noch? So. Und weg. No. Geh weg, Fisch. Kann man etwas noch als Fisch bezeichnen, was eh nur noch aus Knochen besteht? Gute Frage, nächste Frage. So. Und hoch. Die haben manchmal echt, glaube ich, Augen im Hinterkopf.
Und weg hier. Wobei, nehme ich mir das eben noch mit, das Pendant? Wäre vielleicht gar nicht so blöd, das eben mitzunehmen, wenn ich eh hier irgendwo am Strand in der Nähe bin. Ich habe zwar noch keine Feuerpfeile, um die letzten beiden Skulltulas zu holen. Aber das kann ich eben noch mitnehmen. So. Theorie, dass Link potenziell tot ist hier in Majora's Mask. Eigentlich... Nee, tot kann es eigentlich nicht sein. Wenn, dann schlafend. Oder irgendwie, aber dann träumt das Ganze nur. Da der Link hier ja eigentlich dieser tote Ritter in Twilight Princess ist und dementsprechend eigentlich einiges an Fähigkeiten hätte kriegen können über die Jahre, dass er dann überhaupt die ganzen Techniken beibringen kann, weil Link ist ja hier noch ein Kind. Und so als Kind kann er nicht so viele Techniken. Und dementsprechend müsste er eigentlich noch jahrelang wahrscheinlich trainieren, um jemanden halt so Stuff beizubringen, wie das, was er in Twilight Princess beibringt. Dementsprechend glaube ich nicht, dass er in Majora's Mask gestorben ist. Wenn wirklich, dann hat er einfach das ganze Zeug verpennt. Von daher ist zwar eine interessante und witzige Theorie, aber ich finde doch... Ich bin schon wieder in den falschen Raum gelaufen. Meiner Meinung nach doch eigentlich eher widerlegt als true. Ich hätte einfach oben in den Raum reingehen sollen. So. So, jetzt muss ich nochmal gucken, welche... Skulltula das jetzt eigentlich nochmal war. Naja, das ist nur wieder Milch. Hier? Ah, Pendant of Memories. Perfekt. Das wollte ich haben. Zelda Timeline ist dennoch übersichtlicher als so manch andere. Wenn ich so an andere Nintendo Timelines denke. Gut, Mario hat eh keine Timeline. Metroid ist eine ziemlich geradlinige Timeline. Joa. Kingdom Hearts hat eigentlich auch eine ziemlich eindeutige Timeline. Was hast du denn für kompliziertere Timelines? Weil ich finde die von Zelda schon, so wie Nintendo sich die ausgelegt hat, schon ziemlich unübersichtlich. Kirby. Ja. Kingdom Hearts ist eigentlich schon eine sehr eindeutige Timeline. Du darfst nur nicht versuchen, die Geschichte zu verstehen. Dann hört's auf. Einfach nur Knackpunkt Zeitreisen. Sobald Zeitreisen irgendwo legit mit den Timelines drin sind, ist alles drunter und drüber. So. Lass mal den Fluch mal wegmachen von mir. So, guten Morgen, Skalki. Na, oder guten Abend, er. Wobei, es ist mitten in der Nacht. Guten Morgen trifft's auch. Ha ha ha!
wegspringen. Nein! Wie habe ich dich nicht getroffen? Wie? Wie treffe ich den nicht? Okay. Interessantes Geräusch. So. Dann nehmen wir uns eben den Chateau Romani. Dann haben wir jetzt erstmal unendlich Magie. Bekommt Skalkita mehr Schaden durch Lichtpfeile? Ich weiß es nicht. So, zurück zum Stone Tower. Und dann drehen wir jetzt einmal das Ganze um. Oh nice. Bin sogar schnell genug darüber gegangen, um den zu aktivieren, während der andere sich deaktiviert. Nee, Mann, du bist nicht schwer genug. Du, 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 du. So. Und einmal. Ach, ist das schön, unendlich Magie zu haben. Sowieso Stone Tower im Idealfall nie ohne. Ja, ohne unendlich Magie vom Chateau Romani. So. Da. Und jetzt einmal noch ein bisschen Musik. Ja, ist im Remake auf jeden Fall ein bisschen angenehmer an der Stelle, dass das Ding einfach dann quasi ein bisschen einfacher zu treffen ist. So, mal gucken, was die drei Truhen hier oben sind. Okay, Stein. Meins? Bombjuice. Das ist sogar schon fast legit. Nummer 2. Eine Skulltula. Okay. Kann man ignorieren.